Seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu der Patrizia. Wir haben beim letzten Mal etwas Handel getrieben. Ich habe ja dann gesagt, ich werde nicht jede Folge aufnehmen, weil es dann, sagen wir mal, das stupide Handeln in Anführungszeichen vielleicht nicht so sehr interessant ist. Ich habe also in der Zwischenzeit Handel getrieben und habe ein wenig den Pfeffertrick benutzt, um dementsprechend etwas schneller voranzukommen. Wir haben hier unseren Kreier. Gott, mal schauen. Ich habe in der Zwischenzeit noch weitere Schiffe in Auftrag gegeben. Ich habe eine Kogge in Lübeck noch in Auftrag gegeben, also noch zwei Koggen in Lübeck und den Neubau in Novgorod, den hatten wir schon getätigt. Des Weiteren habe ich hier eine Schnigge noch gekauft bei einer Versteigerung, so dass wir jetzt hier momentan drei Schiffe haben. Ihr seht es hier, ich habe hier noch Pfeffer. Den möchte ich jetzt hier mal einlagern für den Moment. Und werde hier mit unserer Schnicke noch Geld an Bord. Ah, wo bin ich denn eigentlich? Ah, in Bremen. In Bremen sind wir. Gut, Moment. Dann werde ich hier mal hier kaufen. Und fahre mal nach Bergen hoch. Mit der Dolphin habe ich hier Bier. So, werde ich jetzt mal sehen. Ich wollte ein bisschen Hanf und ein bisschen Pech einlagern. In Lübeck. Einfach um okay. Vor den Mauern von Lübeck liegt ein feindliches Heer. Lübeck ist vom Hinterland abgeschnitten. Okay. Also quasi ein Angriff auf Lübeck. Das ist in den meisten Fällen im Spiel, dass die Hansestadt, in der der Spieler ist, auch angegriffen wird. Das kann vorteilhaft sein, kann nachteilhaft sein, je nachdem. Es ist eben so, dass man ja, um quasi Bürgermeister zu werden, muss man ja eine gewisse Anzahl an Waren geliefert haben, muss eine gewisse Menge an Geld haben, sich auch im politischen Treiben bewegen und spenden etc. Und wenn eben die Stadt des Spielers angegriffen wird, dann besteht natürlich die Chance, dass die Stadt auch erobert wird, was es dem Spieler dann etwas leichter macht, da der Bürgermeister abgesetzt wird und sich dann eben auch erstmal wieder nach vorne arbeiten muss. In unserem Fall werden wir jetzt sehen, was passiert. Mir ist eigentlich daran gelegen, dass meine Stadt nicht erobert wird, weil ich habe hier auch schon diverse Dinge eingelagert seit dem letzten Mal. Quasi schon mal als Vorbereitung für eine gegebenenfalls anstehende Hochzeit. Das Pech werde ich jetzt auch einlagern.
Und werde hier nochmal Bier mitnehmen. Und mal Whisky fahren. Der Stolz von Bremen. Ah, da hatte ich Wein, okay. Den will ich auch nochmal einlagern. Hier mal reparieren. Nein, möchte ich nicht. Pilzberg. Okay, das mit der Bahn hat sich jetzt mal nicht gelohnt. Greifen sie nicht an. Ja. Ah, jetzt findet der Angriff statt. Gibt es eine kleine Videosequenz dazu? Angriff auf Lübeck. 3.250 Verteidiger stehen 5.000 Angreifern gegenüber. Okay, die Stadt hat kein Pech. Ansonsten wird jetzt da noch der Hinweis stehen, dass eben mit Pech gearbeitet wird, aber der Angriff wurde erstmal abgeschlagen. Na gut. Kauf hier Bier und werde mir Hanf mitnehmen. Verkaufen. Hier gibt es hier auch in Massen momentan. Vielleicht mal mit Wein handeln. Hier kann ich Geschirr einkaufen. Das ist meistens das, was in Novgorod gebraucht wird. Den Rest haben sie meistens vorrätig. Okay, der nächste Angriff. Okay, jetzt haben wir schon weniger Verteidiger, auch weniger Angreifer. Ah, jemand hat anscheinend Pech geliefert. Das heißt, es wird auf jeden Fall abgeschlagen. Jetzt hat er wieder kein Pech mehr. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch der Stadt was Gutes tun und könnte etwas Pech verkaufen hier. Weiß ist ja auch gut. Das heißt, ich würde hier mal 50 Pech verkaufen.
mit 30 Pech. In Brücke. Hier habe ich auch schon Lager gebaut oder bauen lassen, weil ich ja damit spekuliert hatte, hier noch Pfeffer einzukaufen. Der ist aber mittlerweile weg, wie man sieht. Aber auch Wein lässt sich natürlich hier ganz gut einkaufen. Momentan ist der Preis etwas hoch vielleicht. Schauen wir mal. Gucken, was in London so geht. Also ich arbeite jetzt im Prinzip darauf hin, einen möglichst starken, größeren Konvoi zu bilden. Und damit fahre ich dann eben die Städte ab und kaufe ein und verkaufe eben, je nachdem, was dann gerade gebraucht wird. Okay, in London ist der Wein sogar günstiger. Momentan. Das heißt, den werde ich dann hier jetzt auch nicht los. Wir könnten also mal nach Bremen fahren. So, der nächste Angriff. Ich werde das jetzt hier dann mal abkürzen. Wir kennen es ja schon. Okay, das sollte also jetzt bald beendet sein. Ich habe ja auch noch Pech geliefert. Ja, Belagerung ist aufgehoben. Gut, dann hat unser Bürgermeister Glück gehabt. Was haben wir denn hier? Ihr habt eigentlich momentan nicht viel. Alles zu teuer. Holz, ja, aber Holz brauche ich ja nicht. Gut, das heißt, ich werde einmal leer fahren. Bremen habe ich Lagermiete. Ah, da. Bremen habe ich also noch was eingelagert an Pfeffer. Ihr braucht alle keinen Wein. Kein Wein. Gut. Ich werde hier noch Pech kaufen und den Bestand etwas auffüllen. In Novgorod habe ich eben auch Lager gebaut. Hier kann man jetzt mal gucken. Ein Holb. Hocke mit 52. 22 Geschirr muss ich verkaufen. Das passt ja gut. Das heißt, ich werde hier eine Kocke in Auftrag geben. Ich werde mir hier mal Pelze holen. Und wir können auch. Ah, ich habe sogar schon 50 im Lager, na schau. Das heißt, ich werde mich hier nochmal 50 ins Lager legen. Ja, der Berber. Wohlhabende Frau aus gutem Hause. Nein, möchte ich nicht.
Stettin wählt. Insel Beringer. Gut. Also ihr habt alle Wein im Überfluss hier. Das heißt, schauen, was in Bergen los ist. Rostock wählt. Noch ein Angebot gibt. Fisch und Fleisch. Etwas zu teuer. Ich nicht. Das Handbuch gibt übrigens auch nicht her, was man eigentlich genau einlagern muss, um ein Fest zu geben. Steht also nirgends. Muss man sich selber erarbeiten. Ich meine, mich jetzt zu erinnern, dass es Fleisch, Fisch, Bier, eventuell Honig, auf jeden Fall Wein sein muss, das man einlagert. Ansonsten war es, glaube ich, dann nichts mehr. Getreide war es, brauchen wir, glaube ich, nicht. Wobei ich es jetzt nicht genau weiß. Also ist reine Mutmaßung noch. Die Pest in Hamburg. Okay, hier werde ich zumindest mal mein Wein los. Ich habe auch Pelze. Steigerung in Rostock. Eine Kogge und eine Schnicke. Schauen wir mal. Okay, das wäre ja vielleicht was. Da könnte man ja mal mitbieten. Schon sehr teuer. Schnicke mit 22, die brauche ich jetzt nicht. Best in Hamburg überwunden. Okay. Pelze in Lübeck. Da werden wir nochmal fahren.
Das Geld in Konto geben. Feuer in Hamburg. Ah, sie sind ja ordentlich betroffen hier. Feuer, Pest, alles dabei. Ich habe hier auch noch vergessen, im Musikmenü die Effekte einzuschalten. Das muss man immer wieder machen. Das macht er nicht automatisch. Bisschen nervig, aber gut. So. Hier mal reinschauen. Also dadurch, dass eben jetzt hier auch schon gebaut wurde, sieht man, dass jetzt auch schon dementsprechend andere Waffen verfügbar sind. Ich habe hier schon mal ein bisschen was eingelagert. Ich warte im Prinzip jetzt dann nochmal auf die Bombarde. Man könnte jetzt beispielsweise mal ein Schiff hernehmen und einen Auslieger machen. Meistens kickt einen dann die KI nach einer Zeit raus, weil sie dann sieht, okay, da hat der Spieler hat quasi einen Auslieger am Laufen und will damit ihm sein Ansehen steigern und dann schickt sie ihr eigenes Schiff als Auslieger. Aber das können wir jetzt ruhig mal machen. Und zwar, wenn wir hier treibendes Werk und große Blieden aufgeben und werden Männer draufgeben. Da müsste ich gerade noch mal gucken. Kriege ich eigentlich mehr Männer? Ja, kriege ich mehr Männer drauf. Okay, 40. Aufgeben. Okay. Ah, falsches Gebäude. Und dann mache ich dich zum Auslieger. Mal gespannt, wie lange es dauert. Hamburg. Okay. Kein Bier. Achso, es war ja Feuer. Ja, es war ja Feuer. Nach Bremen fahren. Bremen habe ich Lagermiete. Ah, da habe ich immer noch den Pfeffer liegen. Okay, dann haben wir hier den Pfeffer mal wegfahren. Ah, eine Pfefferlieferung. Nach Brügge. Okay, vielleicht können wir noch was abgreifen. Sieht aber nicht danach aus. Ich hatte dich ja hier hochgeschickt. Okay. Ich werde trotzdem noch mal nach Brügge fahren jetzt. Mal gucken.
Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch einen Rest ab. Ah, es ist sogar noch einiges an Pfeffer da. Gut. Das heißt, ich werde uns Pfeffer hier mal einlagern. Und zwar 80 Pfeffer. Und dann 15 rausnehmen. Das ist der Zustand. Okay. Den können wir auf jeden Fall fast überall an den Mann bringen. Vielleicht nur nach Bergen. Ah ja, in Novgorod unsere Kocke. Sehr gut. Da können wir hier. Aha. Eingelagert. Noch zwei Geschirr. Dann brauchen wir einen kleinen Kredit. Oder einen kleinen Kredit, genau. Und dann werden wir hier mal 40 Pelze nehmen. Feuer 10. Und nach Lübeck fahren. Hier können wir Pfeffer verkaufen. Er hat aber keine Pelze. Schade. Mitnehmen. Der Herr Wullenwefer. Ah, schau, ich habe schon zwei Stimmen. Juhu. Obwohl ich eigentlich nichts für gemacht habe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, hast bitte ein Like hinterlassen und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao.